So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Watch Dogs. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Und wir sind auch direkt auf dem Weg zur nächsten Kampagnenmission. Wir müssen kurz mal für Raymond Kenny irgendwas erledigen wieder. Den Truck haben wir für ihn abgestellt. Und jetzt sagt er irgendwas von wegen Helikopter verfolgen. Mal schauen, was genau das sein soll. Er wollte nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Okay. Gut. Ich ahne da schon was. Schauen wir mal. So, erstmal durch dieses dumme Kaffee fahren. Und das Ding hat ein bisschen Power im Heckantrieb. Da kann ich kaum beherrschen, diese Mistgabel hier. So. Ja, meine letzte Aufnahme von Watch Dogs war, glaube ich, wie ihr mitbekommen habt, etwas asynchron. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe es auch erst gemerkt, als ich mir sie dann selbst bei YouTube nochmal angeguckt habe. Auf dem Rechner ist sie synchron, bloß bei YouTube asynchron. So. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich werde die bestimmt demnächst dann nochmal neu hochladen müssen und hoffe, dass es dann besser geht. Und vielleicht auch mal mit anderen Codec rendern. Vielleicht das Problem ja auch dort, dass YouTube da irgendwie welche Bearbeitungsprobleme hat. So, wir sind auch schon da. Ja, ihr Leute hier. Genug mit Picknick. Mission ist dran. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Bloom HQ. Was ich auch mache, Bloom ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Na, T-Bone. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart's erstmal ab. Los, verliere nicht. Ist gerade sein Ernst? Helikopter beschatten, ehrlich, und das soll ich so machen. Aber ich habe mir jetzt mal das Moped gekrallt hier, weil ich denke, damit bin ich wesentlich besser. Jetzt kein Arschwinkel an. Ich hoffe, der Plan geht auch auf. Wenn ich hier runterfliege, ist auch eine Scheiße. Dass du bremst, ich danke dir. Die Sonne blendet ja mal gar nicht. Alter. Kann ich auch zu dich. Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil. Alles gut, Ine. Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Borny. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitsschiff. Der Krieg ist ein Fall. Ja, ich fahre natürlich hier gerne die ganze Zeit hinterher. Naja, bis jetzt halte ich mich ja ganz gut, ne? Keine großartigen Vergessungsfälle gehabt. Aber man soll den Teufel ja nicht an die Wand malen. Was ich ja irgendwo gerade damit getan habe, aber es ging doch mal gut. Los. Also langsam kommt die Fahrt doch mal zu Ende rein. Hallo LKW, tschüss LKW. Das ist direkt über mir. Er ist über einem Trailerpark. Arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachten? Die gleiche Gang. Die Pony Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Getränkeautomat brauche ich nicht. Einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Einer von wem denn? Oh. Ja, der da hinten sieht ganz so aus. Sieht der nochmal näher hin? Der wird so stark bewacht.
Wüste. Also. Kriegt er nochmal ein Stück. Gut, der hat Potenzial. Sag ich doch. Noch? Na komm schon. Gib mir Optionen. Na? Gut. Ich würde sagen, das war's. Den Typen hole ich mir. So, als erstes werden wir dann mal diesen scheiß Helikopter da platt machen. Nervt schon die ganze Zeit. Der kann uns natürlich auch die ganze Zeit aufklären, was sehr unpraktisch ist. Nochmal. Hi. Mein Gott, ja. Ziel gesichtet. Das beste Versteck ist immer das hinter einem Gastank. So, jetzt aufpassen ist hier. Und haltet die Augen auf! Ja, halt. Der ist schlau! Ich hoffe, der ist tot, Gina! Scheiße, du hast sie nicht. Ah, natürlich den falschen. Habe ich und weg hier. Komm. Das ist cool. Ist auf diesem Trailerpark irgendwo ein Auto, was ich benutzen kann? Sieht nicht da, ne? Oh. Fuck! Die Mitfahrgelegenheit überhaupt ist an mir vorbeigefahren. Da, bitte! Er hat eine Waffe! Raus hier! Komm! Und weg! Hier kommt Verstärkung! Schiebt ihn von der Straße! Hau bloß ab! Ach. So, dann haben wir die Scheiße ja auch geschafft. Schalte ihn aus! Und woran ist es gescheitert? An einem scheiß Busch
wollt ihr mir sagen, dass so ein 1,5-Tonnen-Fahrzeug keinen Busch kaputt kriegt, oder was? Kann ich von der Straße? Juhu, super gemacht, Mann. Muss einfach nur weg. Weg. Ich hab das Gefühl, ich fahr im Kreis. Bisschen. Ist auch kein Gelände hier oben. Ich bin hier lang zu fahren, bitte. Den haben wir. Auch nur den. Shit, meine Karre. Was soll das? Auch gleich hin. Na, noch geht's. Die qualmt ja nur ein bisschen. Oder wie seht ihr das? Tunnel. Ja, das war's dann natürlich. Und tschüss. Helikopter. Und tschüss. Brücke scheint noch nicht aktiv fertig zu sein. Also machen wir hier nochmal eine kurze Schleife. ja. Ich tue da gerne so, als ob das beabsichtigt wäre, aber. Ist immer noch einer an mir dran. Mensch, soll ich jetzt mal verpissen hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und das war dann Ende. Leck mich. Genau, fahr leck weiter. Ich fahr weiter. Checkt nochmal alles. Er kann nicht weit sein, seht euch um. So, noch kurz umgestiegen. Ja, völlig egal, ob ich das bin. Kleiner Helikopter-Typ. Also eigentlich ist das schon ein bisschen zu blöd, ne? Er ist jetzt haben wir Zugang zu Blooms Action. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hört zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich auf dem System löscht. Dann bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Ja. Gute Frage. Man könnte sagen. Fett. Ja, das ist sie etwas aus. Fett. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Mit mir ihre Routen, dann haben wir ein bisschen Lärm. So, wo sind wir jetzt hin? Oh, wieder nach da oben. Ich hab Bock, haben immer so weit zu fahren, Mensch. Ja. Frechheit. Das war ein Zivilist. Ganz eigenartig, dass ich eben bei dem ganzen Umgefahren nicht einen Zivilisten getötet habe. Und jetzt, wo ich Switch fahren kann, bringe ich direkt wieder massenhaft Leute hier schon mal als Pest. Ja, wir haben ein bisschen Werbung in eigener Sache, die wir machen können. Nicht ganz geklappt. Die Karre ist zwar langsam, aber lässt sich auf jeden Fall sehr gut steuern. Oh, naja, wer hat denn hier den Boden aufgeben müssen? Ich den erwische. So,
eine ganz andere Sache. Weil ihr nun merkt, wie meine Fahrkünste die ganze Zeit sind. Was haltet ihr davon? Ich meine, ihr spielt ja bestimmt auch Watch Dogs. Wie kommt ihr damit klar mit der Steuerung und so weiter? Spielt ihr mit Maustastatur? Spielt ihr mit Gamepad? Was ist besser eurer Meinung nach? Kann man Watch Dogs überhaupt so fahrtechnisch gut spielen? Oder ist das einfach nur absolut die Grütze, dass man versuchen muss, hier mit dem Besten rauszukommen, so wie ich das jedes Mal mache? Schreibt es mir mal in die Comments. Natürlich auch alles andere. Das habt ihr jetzt kurz mal übersehen. Was haltet ihr vom Online-Modus bei Watch Dogs? Also ich meine, ja, ich habe mir angeguckt, ich habe mir auch mal Let's Played und gezeigt, und wie das alles so abläuft. Und auch in der letzten Zeit mal wieder gespielt, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, da ist zwar Potenzial dahinter, viel passiert aber irgendwie nicht. Und ja, ich habe nach, sagen wir mal, einer halben Stunde, wenn ich dann den die Aufträge wieder gespielt habe, schon gar keinen Bock mehr. Weil es irgendwie immer nur dasselbe ist. Ja, schreibt auch mal in die Comments, wie ihr das seht. Ansonsten sind wir natürlich jetzt auch gleich bei der Kampagnenmission. Falls ihr euch fragt, warum meine Stimme ein bisschen so hängt und ich ein bisschen langsam spreche, ich bin gerade erst aufgestanden. Muss aber noch weg, deswegen habe ich mir gedacht, packe ich nochmal schnell eine Episode von meinem Let's Play Watch Dogs mit dazu, damit ihr nicht ganz leer ausgeht. Und da bin ich nun. Und werde die Mission unaufhaltbar spielen. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Blum. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Blum. Jetzt sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Eine Menge Möglichkeiten? Da glaube ich noch nicht sogar an Aiden. Ich glaube nämlich, dass... Ja, ich glaube nämlich, dass ich wieder das Problem habe. Du wirst doch jemanden umbringen. Dass ich im Granatwerfer alles mögliche killen musste. Oh, ein wahres Durchkommen. Alter, es ist nicht der Ernst, was hier passiert, oder? Geh da hoch, geh da... Mensch, Alter. Die sind gleich hier, verstehst du? Heilige Scheiße! Achtung, eine Waffe! Jetzt habe ich ein Problem. Oh Gott, die haben mich aus der Entfernung schon gesehen. Oh, oh, oh. Alter. Wir sind vor Ort. Fuck, Alter. Ich muss euch loswerden. Ist der andere Typ? Wo ist der letzte Typ? Wo ist der letzte Typ? Da. Ich kriege ich immer. Dreckiger Bastard. So, und nu? Hm? Wer schaltet nu wen aus? Dreckigen Wichser. Wegstecken. Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du deinen Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Das hat klappt. Glaub ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle Glaub ich. Des
Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil von schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. So. Schon wieder direkt die nächste Mission. Also das geht ja heute echt fix. Alle Sachen kurz aneinander gelehnt. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Bloom. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Sie sehen dich und die Server werden gesperrt. Dann wird die Sache schnell werden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Kein Problem. Du redest mit mir. Du spielst mit mir, Typ. Geh doch am besten einfach mal wieder weg da. Einfach weggehen. Danke. So, du bist tot oder zumindest ist bewusstlos, was auch immer. So, jetzt müsste ich ja eigentlich alle haben, ne? Einer ist da hinten noch. Den kriege ich bestimmt so weg, oder? Den kriege ich nicht. Also egal, ich kann das Ding ja trotzdem benutzen. Was ich jetzt tun werde. Das wird gehen. Das abgefangene Audio da. So, da ist noch einer. Seite haben wir entriegelt. Es fehlt noch die andere. Die wo lang für. Oh, warte, hier sind noch Leute wieder. Hä? Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ach du Kacke, da hoch muss ich. Oh, da ist doch einer.
Das wird knapp. Unbemerkt ins Blumennetzwerk eindringen. Warte mal, ich kann ihn doch bestimmt noch irgendwie anlocken. Wie er mir das abgefangene Audio-Log die ganze Zeit zeigt, das will ich nicht hören. So. Okay, jetzt haben wir's. Was ist das? Solarmodul. Schön. Scheint nicht so, als ob ich das brauche. Wir gehen einfach mal rein und hacken jetzt die ganze Scheiße hier, damit das irgendwie ein Ende hat. Oh Gott. Schon wieder so ein Scheiß hier. Jetzt auch noch einer mit Zeitdings wieder. Warte mal, wenn ich jetzt... Kann ich die auch noch aufmachen? Und jetzt... Wie soll denn das funktionieren? Oh. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Okay. Dann müsste das ja alles gewesen sein. Und die kann das nicht entdecken? Nein, ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Miss Gardner, ein gewisser Damien Brinks möchte Sie sehen. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so? Schicken Sie ihn her. Ja, ma'am. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist dein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Okay. Was soll ich machen? Nee. Hier nicht mehr. Zeitverschwendung. Jetzt gehe ich mit ihm mit und kann vielleicht das Gespräch abfangen, was da abläuft. Na, das wäre doch mal cool. Meine Aufmerksamkeit. Okay. Reden wir über Raymond Kenny. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe. Über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brink? Ich will in CTOS.
Ich gebe Ihnen Kenny, den Dreck, sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben würden das nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier im Pony. Ist das nicht praktisch? Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Was ein Drecksack, Alter. Alarm ist ausgelöst. Seht euch um. Verdammt. Damien wird noch alles vermasseln. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Schnell wieder durch den Ausgang raus, wo ich reingekommen bin. Und einfach rausspazieren. Ist ohne großartige Aufmerksamkeit zu erregen diesmal. Und weg hier. Damien hat T-Bone verraten. Er wollte mich auf und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. Da kommt Ärger auf dich zu. Blum weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Blums Radar abzulöschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Miliz hinter mir. Manchmal sollte ich auch die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Ja. Gottverdammte Scheiße. Okay, beeil dich ein bisschen. Okay, wir haben jetzt den Auftrag. Gucken wir mal, was für Ärger da auf uns zukommt. Alles natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.